Hey Leute, das ist Wulf. Moin. Und Wulf hat mir gerade gezeigt, wie man in der Steinzeit Klebstoff hergestellt hat. Das ist das, ne? Genau, das ist Steinzeitkleber. Kann ich es anfassen? Ja, aber du kriegst die Finger nicht mehr auseinander. Ja, es bappt echt richtig. Siehst du, wenn ich dir jetzt ein Blatt ranklebe, kriegst du es nicht mehr weg. Naja, wie sowas funktioniert, seht ihr in der Sendung. Heute geht's um Klebstoff. Ey, echt, hilf mir mal bitte. Klebstoff kennt ihr, oder? Den gibt es zum Beispiel als Stift zum Basteln oder als Klebeband oder als Sekundenkleber. Der ist super stark und man kann mit ihm zum Beispiel ein kaputtes Spielzeugauto reparieren. Aber Klebstoff kann noch mehr. Er klebt zum Beispiel Autoteile zusammen und hält sogar Flugzeugflügel an ihrem Platz. Und auch Tiere benutzen Kleber. Spinnen zum Beispiel. Sie weben ein klebriges Netz. Ich check heute für euch, woraus Klebstoff besteht und warum er klebt. Außerdem teste ich den allerersten Kleber der Menschheit, aus der Steinzeit. Und den stärksten Industrieklebstoff. Guckt euch mal an, was der hält. Also, ich hoffe, ihr klebt an euren Stühlen, denn hier kommt der Klebstoff-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Warum klebt Klebstoff? Wie gut haftet Industriekleber? Und wie macht man Steinzeitkleber? Das check ich für euch. Leute, an meinem Spielzeugauto hier sind ein paar Teile abgebrochen. Deshalb treffe ich jetzt Adrian von 3M in Neuss. Der ist Klebstoffexperte und kann mir bestimmt einen mega tollen Kleber anrühren, mit dem wir das Auto wieder flott kriegen. Bevor es aber losgeht, will ich auch so einen Laborkittel wie Adrian. Gut, ne? Hallo Adrian. Hallo Tobi, grüß dich. Alles gut? Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Was kann ich für dich tun? Ja, du kennst dich mit Klebstoff aus, richtig? Das ist richtig. Und ich habe hier mein Auto dabei und da sind 1000 Teile abgebrochen. Hier der Seitenspiegel, vorne ein ganzes Stück vom Kotflügel. Und ich dachte, wenn du ja eh ein Profi auf dem Gebiet bist, kannst du mir vielleicht helfen. Sicherlich, da finden wir eine Lösung für dich. Pass auf, wir müssen dieses weiße Pulver da einfach mit Wasser auflösen und schon haben wir einen Alleskleber gemacht. Nee. Ja. Steht drauf. Klebstoffpulver, Alleskleber. Genau. Damit können wir Klebstoff herstellen, wie ihr ihn vom Basteln kennt. Die Grundzutat beim Bastelkleber ist ein chemischer Stoff. Der heißt Polyvinylacetat. Das ist dieses Pulver hier und klebt noch überhaupt nicht. Jetzt mit Wasser mischen. Und die Mischung kommt dann in das Ding hier, so eine Art Kleberschleuder. Die mixt das richtig durch. Und weil das eine Weile dauert, spielen wir Schere, Stein, Papier. Gewonnen! Okay, jetzt bin ich gespannt. Wow, das hat sich ja komplett verändert. Ist das jetzt fertiger Kleber? Wirklich? Das ist fertiger Kleber. Damit wir den Klebstoff besser auftragen können, füllen wir ihn in eine Spritze. Die ersetzt in unserem Fall die Klebstofftube. Ja, sieht eigentlich schon aus wie der Klebstoff zu Hause. Mal gucken, ob er auch klebt. Ja, zieht schon mal Fäden und klebt nicht schlecht. Aber warum eigentlich? Checkerfrage. Warum klebt Klebstoff? Der Klebstoff besteht aus langen Molekülketten. Das kann man sich vorstellen wie ganz viele kleine Männchen, die aneinander sich an den Händen greifen und immer noch ein Ärmchen frei haben, um sich irgendwo festzuhalten. Mhm. Mit diesen Ärmchen greifen sie nach mikrokleinen Veränderungen in der Oberfläche, nach Bergen und Tälern und halten sich da ganz stark fest. Aber was ist denn jetzt mit glatten Oberflächen? Du meinst wie Glas zum Beispiel? Ja. Glas hat eine sehr, sehr glatte Oberfläche. Das sieht für dich mit bloßem Auge so aus. Aber wenn du ein Mikroskop nehmen würdest und ganz genau drauf schaust, dann wirst du merken, dass auch die Glasoberfläche leichte Unebenheiten hat. Und in denen kann sich der Klebstoff wieder festhalten. Alles, was es gibt, setzt sich aus ganz vielen Molekülen zusammen. Das sind winzige Teilchen, die man nur unter einem ganz starken Mikroskop sehen kann. Wir stellen sie uns, wie Adrian gesagt hat, mal als kleine Männchen vor. Die Molekülmännchen im Kleber haben eine ganz besondere Eigenschaft. Sie können sich an kleinen Unebenheiten festhalten. Ganz viele unserer Klebermolekülmännchen machen das und füllen so die Lücke zwischen den beiden Teilen auf, die wir kleben wollen. Wenn der Kleber dann trocknet, wird er hart und unsere Klebstoffmännchen bewegen sich nicht mehr. Unsere beiden Teile kleben jetzt fest aneinander. Aber nicht jeder Kleber klebt gleich. Die Moleküle im Klebstoff müssen zu den Unebenheiten der Oberfläche passen, die man kleben will. Für Plastik benutzen wir am besten Sekundenkleber. Weil Plastik hat sehr wenig Unebenheiten. Deshalb fressen sich Sekundenklebermännchen regelrecht in das Material rein. So können sie sich noch besser festhalten.
Das Ergebnis? Super Klebkraft. Und mit Sekundenkleber kleben wir jetzt auch mein Auto. Damit wir uns nicht Finger oder Augen verkleben, tragen wir Schutzbrillen und Handschuhe. So. Super, jetzt kann nichts mehr passieren. Sekundenkleber trocknet viel schneller als Bastelkleber. Das liegt daran, dass da kein Wasser drin ist, sondern ein chemischer Stoff, der an der Luft sofort hart wird. Bringt's was, wenn man da jetzt drauf pustet? Ja. Es hält. Geklebt. Mega gut. Dann mache ich mit dem nächsten Teil weiter. Such dir eins aus. Sekundenkleber ist ziemlich gefährlich. Wenn ihr den zum Beispiel auf die Finger kriegt, kleben die in wenigen Sekunden fest zusammen. Deshalb solltet ihr Sekundenkleber auch immer nur zusammen mit euren Eltern benutzen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Hält. Außenspiegel wieder angebracht. Klebstoff füllt die winzigen Unebenheiten in Oberflächen auf und wird dann fest. So verbindet er zwei Teile miteinander. Gecheckt. Guckt mal, Leute. Bart aus Klebeband. Nicht schlecht, ne? Für euch jetzt mal die Mitmachfrage. Au! Au! Welchen Klebstoff kannten schon die alten Römer? A. Sekundenkleber. B. Mörtel. Oder C. Bastelkleber. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Sag mal, gibt's noch einen stärkeren Kleber? Gibt's so eine Art absoluten Superkleber? Superkleber heißt dann Industrieklebstoff. Mhm. Das ist viel, viel stärker als der normale Haushaltsklebstoff. Und damit kann man dann richtige Autos, Züge oder auch Flugzeuge kleben. Jetzt will ich aber diesen Industrieklebstoff bitte mal sehen. Jawohl. Den habe ich hier in diese Tube. Ja. Und der besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen. Mhm. Diese zwei unterschiedlichen Teile kannst du dir so vorstellen, da sind zwei unterschiedliche Arten von Männchen drin, mhm, die sich dann erst in die Hände greifen, wenn ich sie zusammenmische. Und dafür, okay, muss ich sie sehr gut vermischen. Und nur dann sind sie in der Lage, wirklich die Oberflächen zusammenzuhalten. Beim Industriekleber vermischen wir zwei chemische Stoffe, die alleine nicht kleben. Die Molekülmännchen in den Stoffen haben also noch keinen Bock, sich irgendwo festzukrallen. Erst wenn sie vermischt sind, bilden sie so eine Art Superklebermännchen-Team. Im Industriekleber sind nicht nur mehr Klebemännchen als in anderen Klebstoffen, sie können sich auch besser aneinander festhalten. Und wenn der Kleber dann hart geworden ist, klebt er nicht nur saustark, sondern hält auch ganz lange. Ist das jetzt gefährlich irgendwie? Das ist ein ganz klein bisschen gefährlich. Deswegen haben wir auch weiterhin unseren Kittel, unsere Handschuhe und, ja, unsere Schutzbrillen an und passen auf, dass wir uns nicht damit irgendwo beschmieren. Mhm. Weil das ist schon etwas gefährlicher als der Sekundenklebstoff. Okay. Ist ja auch der kräftigere Klebstoff. Ja. Warte mal. Sieht komplett aus wie Ketchup und Mayonnaise. Das ist richtig. Pass auf. Ich nehme jetzt dein Ketchup und Mayo, hast du gesagt. Ja. Und verrühre das. Und schau mal, was passiert. Das wird zu Senf. Das ist ja krass. Ist das Absicht? Natürlich. Ja. Und jetzt machen wir das auf unseren Bolzen. Achtung, du hast ein bisschen was am Finger, ne? Oh, da müssen wir abwischen. Musst du aufpassen. Perfekt. So. Jetzt kommt der andere Bolzen drauf. Jetzt kommt der andere Bolzen oben drauf. So, und jetzt muss das leider eine ganze Weile trocknen. Okay, und danach können wir aber ein großes Experiment machen und gucken, wie viel danach wir da dran hängen kriegen. Wir was Ultraschweres dran. Mega cool. So lange machen wir Päuschen. So ein Industriekleber braucht bis zu 24 Stunden, bis er hart ist. Hey. So, hält. Jawohl. Der Kleber ist hart geworden. Was hält denn das jetzt aus, so ein Industriekleber? Checkerfrage. Wie gut haftet Industriekleber? So, Tobi, schau mal, ich habe was vorbereitet. Dafür musst du aber erstmal all diese Wasserkästen auf die Palette da stapeln. Ja, dann los. Jede dieser Kisten mit Wasserflaschen wiegt 14 Kilo. Jetzt stehen schon mal 12 Stück da. Macht 168 Kilo. Das reicht mir aber noch nicht. Also nochmal 12 Kisten obendrauf. Jetzt haben wir 336 Kilogramm. Ist das anstrengend. Ein Kasten noch obendrauf. Und jetzt habe ich da 350 Kilo hingeschleppt. Mann. Wir werden jetzt gleich hier einen Rahmen dran bauen.
und mit einem Kran am Klebstoff diese ganze Palette hochziehen. Das will ich sehen, bitte. An den Kran kommt jetzt unser geklebter Bolzen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir dieses Experiment jetzt einfach. Und ich bin gespannt, ob das wirklich gehen soll. Alles klar. So, mein Logo noch. Daumen drücken, Tobi. Mach ich. Hoffentlich hält's. Nee. Das hat geklappt. Mega gut, Adrian. Sau gut. Bam. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass das 350 Kilo hält. Und es hängt ja immer noch, ne? Ist noch nicht abgestürzt. Nein, das kann da jahrelang dran hängen. Echt? Du kannst da sogar noch viel, viel mehr Gewicht dran hängen. Das haben wir auch schon gemacht. Ach komm. Adrian und seine Kollegen haben nämlich vor ein paar Jahren einen Klebstoff-Weltrekord aufgestellt. Und ihr Gewicht war viel schwerer als unsere 350 Kilo. Einen 10 Tonnen schweren LKW haben sie hochgehoben. Guckt mal, der ganze Truck hängt nur an dem geklebten Bolzen. Wahnsinn, oder? Mit Industriekleber werden auch Autos und Flugzeuge zusammengebaut. Der Vorteil ist, sie sind dann leichter, als wenn sie mit Metallschrauben oder fetten Schweißnähten zusammengehalten werden. Aber auch ganz viele andere Produkte werden geklebt. Schuhe zum Beispiel. Industriekleber ist der stärkste Klebstoff der Welt. Er hält Gewichte von mehreren Tonnen aus. Gecheckt. Echte Klebstoffexperten sind auch Spinnen. Mit ihren klebrigen Spinnennetzen fangen sie andere Insekten als Beute. Und das machen sie so. Auf die Fäden von ihren Spinnennetzen tragen sie den Klebstoff auf, den sie in ihrem Körper herstellen. Und damit die Spinnen dann nicht in ihren eigenen Spinnennetzen hängen bleiben, haben sie einen super Trick auf Lager. Am Ende von ihren Beinen haben sie so kleine Krallen. Und mit denen können sie von Faden zu Faden laufen, ohne auf eine klebrige Stelle treten zu müssen. Und wenn das doch mal vorkommt, ist es auch nicht schlimm. Denn Spinnen cremen sich mit so einer öligen Flüssigkeit ein, die sie davor schützt, kleben zu bleiben. Ganz gut, ne? Einen der stärksten Naturkleber haben übrigens, glauben Forscher, die Seepocken. Das ist eine Krebsart. Wenn so eine Seepockenlarve mal einen Ort entdeckt hat, an dem sie sich wohlfühlt, dann lässt sie sich da nieder. Und zwar für immer. Also wirklich für immer, immer. Mit einem super starken Klebstoff, den die Seepocke in ihrem Drüsen herstellt und der sogar unter Wasser funktioniert. Die Seepocke sucht sich also zum Beispiel die Unterseite von einem Schiff oder auch ein anderes Tier, sagen wir mal einen Wal. Und dann kann nichts und niemand die Seepocke da mehr ablösen. Nicht mal sie selbst. Forscher wollen deshalb herausfinden, wie man den Klebstoff der Seepocke herstellen kann. Denn angeblich ist er viel stärker als jeder künstliche Klebstoff, den wir Menschen jemals benutzt haben. Weiter geht's im Steinzeitmuseum Federsee mit Wulf. Den kennt ihr ja schon vom Anfang. Er ist Steinzeitexperte und weiß, wie Menschen vor über 10.000 Jahren Sachen geklebt haben. Pfeilspitzen zum Beispiel. Das Schwarze hier ist der Kleber. Auch Sicheln zum Getreideernten haben sie damit geklebt. Oder Flöten. Und wie man diesen Steinzeitklebstoff herstellt, check ich jetzt. Wie macht man Steinzeitkleber? Wolf. Der Tobi. Grüß dich. Moin. Grüß dich. Geht's dir gut? Ja, dir auch. Mir auch. Ich finde super, dass du Feuer gemacht hast, weil es ist echt saukalt. Aber ich dachte, wir wollen heute Klebstoff herstellen, so wie in der Steinzeit. Ja, wir werden Klebstoff herstellen, aber dafür brauchen wir Feuer. Okay. Und wir brauchen Birkenrinde. Man kann aus Materialien von Bäumen Klebstoff herstellen? Ja, nicht aus dem Saft, sondern aus der Rinde. Ich werde es dir zeigen. Okay. Aber dazu brauchen wir Rinde. Und die wächst da drüben, beziehungsweise die Birken wachsen da drüben. Da müssen wir hingehen. Hilfst du mir schneiden? Natürlich, wenn auf. Ich kann. Klar. Immer. Guck mal, das ist doch eine Birke hier. Das ist eine Birke, genau. Siehst du an der weißen Rinde? Und die Birke hier können wir benutzen? Wir werden ja eh nicht bis ins Holz runterschneiden, sondern wirklich nur die ganz äußerste Schicht abmachen. Das macht dem Baum gar nichts. Wulf hat sogar Steinzeitwerkzeuge dabei. Die bestehen aus sogenanntem Feuerstein und sind mega scharf. Ja, das ist im Grunde genommen das, was uns reicht. Damit stopfen wir nachher den Topf voll. Daraus stellen wir nachher Klebstoff her. Aus diesen Rindenstückchen machen wir Klebstoff. Verrückt. Das ist witzig, ne? Ja. Aber es funktioniert. Reicht das jetzt schon? Von diesen Fitzeln brauchen wir ungefähr jeder zwei Hände voll, Tobi. Ernsthaft? Ja. Du musst also noch ein bisschen arbeiten. Dann dauert das hier noch ein bisschen. Leute, das ist echt eine richtige Fummelarbeit. Aber die Menschen in der Steinzeit mussten wirklich alles selbst herstellen. Läden, in denen man Werkzeug oder Kleber kaufen konnte, gab es ja damals noch nicht.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie du daraus Klebstoff herstellen willst. Aha, das ist ein Trick. Und zwar brauchen wir dazu dieses Reaktionsgefäß. Aha. Darin stellen wir den Klebstoff her. Das ist ein Tongefäß aus einem speziellen Ton gemacht, der große Hitze ertragen kann. Mhm. Und dieser große Topf wird mit Birkenrinde vollgestopft. Dann kommt der kleine Topf da oben drüber. Wir verstreichen das hier mit Lehm, dass es ganz geschlossen ist, dass auch keine Luft mehr rein kann. Dann wird es umgedreht und dieser kleine Topf wird in die Erde eingegraben. Da unten ist es kalt, hier oben machen wir Feuer drüber. Echt ganz schön kompliziert das Ganze. Also gut, erstmal Birkenrinde fest reinstopfen. Jetzt kommt der noch oben drauf. Da darf keine Luft mehr reinkommen. Mhm. Deshalb dichten wir das Ganze mit Lehm ab. Denn Lehm hatten auch die Steinzeitmenschen schon. Jetzt muss der Tonkrug bis zur Hälfte in der Erde verbuddelt werden. Die ist leider heute sauhart. Jetzt kommt der da rein. Jetzt schütten wir die Erde da draußen ein bisschen drumherum. So, und jetzt kommt das Feuer. Im Gefäß wird es bis zu 300 Grad heiß. Mehr als im Backofen. Aber was passiert denn jetzt gerade dann da drin? Die Rinde oder der Rinde in dem Topf wird das durch die Hitze von außen so warm, dass sie anfängt zu schwitzen. Durch die Hitze des Feuers löst sich ein natürlicher Klebstoff aus der Rinde. In dem stecken, wie im Bastelkleber, wieder viele Molekülmännchen, die sich in Unebenheiten einhaken können. Nur, dass die Männchen nicht künstlich hergestellt werden, sondern eben so in der Natur vorkommen. Der Klebstoff sammelt sich an den oberen Wänden vom Tongefäß und fließt dann nach unten. Da ist es kälter, weil der Teil ja in der Erde eingebuddelt ist. Und der Kleber kann so abkühlen. Wie sind die Menschen damals wohl auf sowas gekommen? Ich denke, dass ganz viel durch Zufall oder vielleicht sogar durch spielende Kinder erfunden worden oder gefunden worden ist. Ne? Vielleicht haben die mal im Feuer einen großen Birkenstamm reingelegt. Dann ist möglicherweise an der Seite so ein bisschen Klebstoff rausgekleckert. Dann haben die Leute, was ist das denn so? Dann haben wir mit der Hand dran. Oh, das klebt ja, ne? Genau. Und dann hatten sie einen Klebstoff. Da kommen die plötzlich auf irgendwas, wo die Erwachsenen gar nicht drauf kommen, weil die nicht spielen. Ne? Das finde ich die schönste Theorie. Dass Kinder gespielt haben und dabei ist zufällig der Klebstoff erfunden worden. Ich glaube, das beschließen wir jetzt einfach. So war das damals. Und sag mal, wie lange muss das Holz jetzt brennen, bis wirklich Klebstoff rausgekommen ist? Eine Stunde. Echt so lange? Ja. Was machen wir so lange? Ich zeig dir jetzt einen anderen Klebstoff. Das hat was mit den Römern zu tun. Sehr gern. Okay, auf geht's. Ja, Tobi, hier habe ich mal unseren anderen Klebstoff hergerichtet. Das ist römischer Mörtel. Mörtel? Mörtel. Das kenne ich aber. Mörtel benutzt man doch heutzutage immer noch auf Baustellen zum Beispiel. Wird heute noch auf Baustellen verwendet beim Häuserbauen und ist im Prinzip dasselbe, was die Römer vor 2000 Jahren schon verwendet haben. Nur, dass du es heute fertig im Sack kaufen kannst. Und den machen wir jetzt selber. Mörtel besteht aus Sand, Kalk und Wasser. Sieht aus wie ein Kuchenteig, oder? Ich habe das auch schon mal auf der Baustelle ausprobiert. Mörtel klebt besonders gut Steine. Und wenn er ausgehärtet ist, ist er fast genauso hart wie der Stein selbst. Das Rezept kannten schon die Römer. Die haben damit riesige Gebäude errichtet. Manche dieser Mauern halten schon seit über 2000 Jahren. Und ich klebe mit unserem selbstgemachten Mörtel gleich ein Bild aus Steinchen. Das nennt man Mosaik. Das sind meine Mosaiksteinchen. Und mit denen mache ich jetzt Kunst. Und ihr könnt gucken, was es wird. Na, habt ihr es schon erkannt? Wolf, fertig. Das sieht gut aus. Und was ist es geworden? CT steht für Checker Tobi. So, sehr schön. Fein mein gemacht. Logo habe ich gemacht. Ja, cool. Wie lange muss denn das jetzt aushärten, bis es wirklich dann bleibt und klebt? Richtig? Also ein Tag ist gut, mehrere Tage ist besser. Und dann ist es hier an der Wand und klebt fest und bleibt da? Genau. Super. Da lassen wir das. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was unser Steinzeitkleber macht. Richtig, den haben wir ja ganz vergessen. Mann. Das Feuer ist runtergebrannt, wie man sieht. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt müssen wir das hier alles ganz vorsichtig beiseite tun. Das Tongefäß ist immer noch super heiß. Als erstes müssen wir den Lehm abklopfen. So, jetzt kommt der große Moment, Tobi. Daumen drücken. Und? Eins, zwei, drei. Da ist was, da ist was, da ist was. Ja. Es hat geklappt. Es hat geklappt? Wir haben gerade echt Steinzeitkleber hergestellt. Ja. Das ist ja der Hammer. Mit diesem Steinzeitkleber klebten die Menschen schon damals zum Beispiel Pfeilspitzen an ihre Pfeile. So wie wir es gerade nachmachen. Das war total wichtig, denn die Pfeile brauchten sie ja zum Jagen. Und angeblich waren sie schon damals ziemlich stabil. Wolf und ich probieren unseren selbstgemachten Pfeil gleich auch noch aus.
Steinzeitklebstoff steckt in Birkenrinde. Mit großer Hitze kann man ihn aus der Rinde herauslösen. Gecheckt. Ein anderer jahrhundertealter Klebstoff ist Leim. Den verwendeten zum Beispiel die Menschen im Mittelalter und klebten damit Buchrücken. Und Leim könnt ihr ganz leicht selber machen. Ihr braucht nur Wasser, Mehl und Zucker. So. Und jetzt nehme ich von dem Mehl 4 Esslöffel. 4. So, und jetzt heißt es rühren. Und zwar so lange, bis keine Klümpchen mehr da sind. Ja, fast. Als nächstes kommt jetzt noch eine Tasse heißes Wasser dazu. So. Und 2 Esslöffel Zucker. Und 2. Durch die Hitze und das Wasser wird die Stärke aus dem Mehl rausgelöst. Stärke ist so eine Art ganz natürlicher Klebstoff, der zum Beispiel in vielen Pflanzen vorkommt. So. Jetzt ist das Ganze richtig schön dickflüssig geworden. Das muss jetzt nur noch abkühlen und dann können wir unseren Leim ausprobieren. Und jetzt müsste das eigentlich aneinander kleben. Festdrücken. Funktioniert. Guckt mal, Leute, ich habe noch ein bisschen weiter geklebt. Alles mit selbstgemachtem Leim. Nicht schlecht, ne? Für euch jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welchen Klebstoff kannten schon die alten Römer? A. Sekundenkleber, B. Mörtel oder C. Bastelkleber? Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Guckt mal. Das ist römischer Mörtel. Mörtel? Mörtel. Richtig ist also Antwort B. Mörtel klebt besonders gut Steine. So, jetzt ist es soweit. Wulf und ich probieren unsere selbstgeklebten Steinzeitpfeile aus. So, hier darf ich jetzt schießen. Hier sollst du jetzt schießen, genau. Und ich nehme mal an, ich soll den Strohballen da hinten treffen. Nö. Sondern? Nee. Ja, doch. Das Ding ist winzig. Ja, und? Das ist so einfach. Weiter, 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 weiter. Genau zielen jetzt. Ja. So knapp, so knapp. Nein, ey. So viel fehlt. Wolf, so viel. Der Nächste trifft. Okay. Der Nächste trifft. Bitte, bitte, bitte. Getroffen, ich raste aus. Wahnsinn, Hammer. Echt. Auf keinen Fall, auf cool. keinen Fall. Ey, es ist so es toll. Es ist echt nicht zu fassen. Er hat tatsächlich getroffen. Und der Kleber hält der noch. Der Kleber hält immer noch. Perfekt. Fantastisch. Wolf, es war richtig cool heute. Vielen Dank. Gerne. War richtig gut. Und ihr Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich schieße noch eine Runde. Ja, aber? Nee. Doch. Schieß noch mal. Das ist Tobi. Checker Tobi. Der ist cool, ey. Ziemlich groovy. Wer der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!